zu. Kennst du Blockchain? Die Blockchain ist ein sicheres digitales Verzeichnis von Transaktionen. Oder mit anderen Worten, das Internet überträgt Informationen, die Blockchain überträgt Besitz. Sie wird die Welt verändern. Genau wie das Internet ist die Blockchain dezentral und jeder kann sich beteiligen. Die Blockchain ist die technologische Antwort auf den Wunsch nach mehr Transparenz und Effizienz. Wo spielen beide Faktoren eine wichtige Rolle? Richtig, bei fast allen Transaktionen zwischen Menschen. Willst du lieber die Augen verschließen oder bist du bereit für einen Ausblick in eine Welt mit Blockchain? Mutig. Mal sehen, was du sagst, wenn ich dir 4 mögliche Szenarien zeige, wie Blockchain die Welt verändern könnte. In dieser Welt ist Blockchain ein voller Erfolg, aber vielleicht nicht ganz so, wie es sich der eine oder andere Romantiker erträumt hat. Wurden die Heilsversprechen einer dezentralen Welt eingelöst? Befinden wir uns im Eldorado für Entwickler? Hat eine Welle der Disruption die Finanzindustrie das Fürchten gelehrt? Nicht wirklich. Gerade die großen Player und Technologiegiganten haben das Potenzial der Blockchain frühzeitig erkannt. Startups wurden schnellstens auf und die hellsten Köpfe eingekauft. Und die Kunden, die freuen sich über innovative Lösungen und günstigere Preise von bekannten Anbietern. Die etablierten Kreditinstitute haben sich zu einem Konsortium zusammengeschlossen, um gemeinsam Standards zu etablieren. Gut, ein paar Player wurden überflüssig. Manche bezeichnen das als massives Aussterben. Der Finanzsektor ist heute jedenfalls deutlich schlanker und effizienter geworden. Und ja, die Welt ist praktischer geworden. Der Staat nutzt die Blockchain, um Verwaltungsprozesse zu verschlanken. Wahlen? Natürlich über die Blockchain. Grundbucheintragungen, Handelsregister? Alles in der Blockchain. Die Blockchain ist schneller, sicherer und flexibler als alles davor Dagewesene. Hat sich die Welt aber letztlich grundlegend verändert? Nicht wirklich. Blockchain, war da was? Der Sturm im Wasserglas legte sich nach dem Hype ganz schnell wieder. Die technischen Beschränkungen der Blockchain konnten letztlich nicht ausgeräumt werden. Am Ende war die ganze Aufregung doch für etwas gut, aber eben ganz anders als erwartet. Erinnerst du dich noch an die hysterische Debatte um das Vertrauen in das System? Schwarze Schafe in der Finanzindustrie, Korruption und immer wieder Wirtschaftskrisen? Die Drohkulisse Blockchain hat den etablierten Institutionen vor allem eines gezeigt: Wer sich nicht ändert, wird als Bug erkannt und potenziell vom User geändert. Die Blockchain ist die Bazooka des kleinen Mannes, ein hervorragendes Instrument, um Reformstau und Machtkonzentration abzustellen. Geld wird mit der Blockchain heute vor allem in Nischen verdient. Einige dynamische Player in der Finanzindustrie nutzen die Technologie, um Teile der Wertschöpfungskette zu beherrschen. Findige Startups ermöglichen es Ländern mit einer wenig entwickelten Infrastruktur, innovative Produkte wie mobiles Bezahlen oder digitale Grundbücher zu nutzen. Eine bessere Welt dank der Blockchain? Definitiv. Die Blockchain ist grandios gefloppt, ein Milliardengrab. Massive Sicherheits- und Geschwindigkeitsprobleme, Hackerangriffe und das alles, obwohl die Voraussetzungen anfangs gar nicht schlecht aussahen. Griechenland, Pleite, Brexit, tatsächlich passiert. Der perfekte Sturm für die Weltwirtschaft. Und die Chance für die Blockchain. Digitale Währungen wie Bitcoin wurden zum neuen Gold, dem sicheren Hafen. Und wer erinnert sich nicht gerne an das Gefühl, unabhängig und sicher vor den Banken zu sein? Wer nicht einstieg in die neue Technik, war selber schuld. Was wir alle nicht bedacht hatten, die Blockchain konnte nicht mit dem rasanten Wachstum an Nutzern mithalten. Die prozessorlastige Verschlüsselungstechnik verbraucht Unmengen an Strom. Die Geschwindigkeit konnte nicht ausreichend mit den Anforderungen wachsen. Und die Kriminalität war nicht weit.
Hackerangriffe, Trickserien und fehlende Standards haben die Blockchain zu einem digitalen Wilden Westen verkommen lassen. Für einen Moment sah es so aus, dass die Blockchain vom Vertrauensverlust in die etablierten Systeme profitieren könne. Vielleicht sogar eine gangbare Alternative hätte sein können. Aber dann mussten wir erkennen, es war letztlich nur der Versuch, Feuer mit Benzin zu löschen. Blockchain, ein Geschenk für die Welt. Die Erfindung der Elektrizität, sehr praktisch. Verbrennungsmotor, hat uns einander näher gebracht. Das Internet, der Beginn der Informationsgesellschaft. Blockchain, der Beginn einer ganz neuen Ära. Und wir hatten fast schon die Hoffnung auf eine gerechtere Welt aufgegeben. Die Globalisierung. Voller Erwartung haben wir auf Freihandel und internationale Gemeinschaften gesetzt. Es gab nur eine Richtung: Wachstum. Und was ist daraus geworden? Stagnation, politische Krisen. Wer hätte gedacht, dass es eine abstrakte Technologie ist, die uns rettet? Die Finanz- und Rechteverwaltung sind heute Allgemeingut. Finanzinstitute haben das gesamte Wertpapiergeschäft an die öffentliche Blockchain verloren. Eine technisch ausgereifte Blockchain macht's möglich. Musiker haben das digitale Recht an ihrer Musik zurückgewonnen. Patientendaten sind sicher in der Blockchain aufgehoben. Finanztransaktionen können ohne Umwege und kostengünstig durchgeführt werden. Meine Nachbarschaft hat jetzt ihre eigene dezentrale Energiebörse. Selbst Länder mit wenig Infrastruktur können dank Blockchain teilhaben am globalen Markt und damit Fortschritt. Es sind Jobs weggefallen und neue entstanden, keine Frage. Der Fortschritt hat seinen Tribut gefordert. Sicher ist, Blockchain hat die Welt verändert. Siehst du es jetzt? Diese vier Zukunftsskizzen zeigen, wie weitreichend die Folgen der Blockchain-Welle für dich und mich sein werden. Unsere Wirtschaft, die Politik und unsere Gesellschaft werden sich verändern. Du meinst, wir stehen erst am Anfang? Stimmt, gewiss. Aber bei einer Technologie mit solcher Durchschlagskraft sollten wir besser Gestalter als Zuschauer sein. Es steht zu viel auf dem Spiel. Also, wach auf!